Dr. Schirmer, Sie hatten Ihre Apotheke ungefähr 7 Jahre. Da haben auf einmal innerhalb von 8 Monaten 9 von 10 pharmazeutischen Assistenten gekündigt. Warum und was hat das mit Ihnen gemacht? Es war ein Schock und es war demütigend im positiven Wortsinn. Erstens mal hat es mir gezeigt, dass ich nicht so großartig war, wie ich gedacht hatte. Zweitens waren es die Guten, die gegangen sind. Und es zwingt einen zum Nachdenken, warum gehen gute Leute weg, ohne dass ich das irgendwie geahnt hätte vorher. Das hat sich nichts abgezeichnet. Und im Nachhinein erst habe ich erfahren, und das ist auch schlüssig, dass ich einfach zu präsent war. Ich habe ihnen dauernd die Arbeit weggenommen. Ich habe ihnen Entscheidungsgewalt weggenommen. Ich habe ihnen keinen Freiraum gelassen, weil ich immer, immer, immer der Beste, der Gescheiteste, der Schnellste und der Oberklügste sein wollte. Und da sehen die guten Leute einfach keine Perspektive und dann gehen sie. Okay. Aber 3,5 Jahre später haben Sie es geschafft, Österreichs bester Arbeitgeber zu werden. Great place to work. Wie haben Sie das geschafft? Das war Teamwork. Das habe nicht ich geschafft, sondern das hat das Team zustande gebracht. Und ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass ich in der Phase der größten Personalnot mit einer im Nachhinein für mich immer noch erstaunlichen Sturheit dabei geblieben bin, Leute an Bord zu ziehen, denen ich die Qualifikation oder der Titel oder die Ausbildung als Qualitätskriterium gegolten hat, sondern die leuchtenden Augen, die Fantasie, das Interesse, diese intrinsische Motivation, diese Leidenschaft, über ein Thema zu reden. Weil die Leute haben ganz andere Wege entwickelt, Aufgaben zu lösen, haben einen ganz anderen Stil plötzlich gebracht, eine andere Tonalität. Die Apotheke hat anders geklungen, hat sich anders angefühlt, es kam eine andere Kultur herein. Es war dann relativ leicht, mit solchen Menschen etwas zu strukturieren und etwas aufzubauen. Und wie ist Ihre Personalsituation heute? Unser Thema ist ja hier große Personalkrise. Wir haben nicht genug Mitarbeiter in den Apotheken, vor allem in Deutschland. Wie ist es in Österreich und speziell in Ihrer Apotheke? Exakt so wie überall. Die Generationen sind in Österreich genauso verteilt wie überall. Die Babyboomer gehen auch bei uns in die Rente. Hinten kommen auch bei uns zu wenig nach. Das Thema, das wird uns die nächsten 8 Jahre ganz grausam beschäftigen, weil jetzt geht es noch um die besten Köpfe. In ein paar Jahren wird es überhaupt um Köpfe gehen, weil zu wenig da sind. Und da wird auch die Arbeit ganz anders organisiert werden müssen. Es wird das Angebot reduziert werden müssen. Wir werden uns auf ganz eine andere Handels- und Verkaufswelt einstellen müssen. Im Moment sind wir ausreichend besetzt. Ich bin überrascht, dass zum Beispiel Januar, Februar eine gute Zeit ist zum Rekrutieren, weil da erwischst du diejenigen, die im Herbst sich auf eine Modeschule oder auf eine HTL oder sonst irgendeine Ausbildung eingelassen haben und zu Weihnachten draufgekommen sind, das war es eigentlich nicht. Und die stehen im Januar, Februar zur Verfügung. Aber die Dramatik, die auf uns zurollt, ist in Österreich genau dieselbe, ist auch in unserer Branche dieselbe. Und auch mag ich auch Great Place to Work sein. Das gibt bestenfalls einen kleinen Vorsprung. Das löst nicht das Problem der Zahl. Vielen Dank. Gerne.